Vor ein paar Wochen habe ich eines meiner besten Videos des ganzen Jahres hochgeladen. Doch das Besondere daran ist, dass weder der Titel noch die Videoidee von mir stammen. Stattdessen hat eine KI das für mich getan. Sieht so die Zukunft von YouTube aus? Das verrate ich euch in diesem Video. Sicherlich kennen viele von euch ja meinen Tipp, Titel und Thumbnail schon fertig zu haben, bevor wir überhaupt anfangen, ein Video zu erstellen. Jedoch gibt es Projekte, bei denen das nicht möglich ist. Mein Kumpel Basti Zockt hatte genau dieses Problem und vor ein paar Wochen hat er mich angerufen, um mir zu zeigen, wie er das Problem gelöst hat. Zuerst habe ich meine Hände beim Kopf zusammengeschlagen, als er meinte, dass er dafür eine künstliche Intelligenz benutzt. Denn VidIQ hat zum Beispiel so einen KI-Titelgenerator und den finde ich total fürchterlich. Hier wurde mir zum Beispiel einfach nur englische Titel vorgeschlagen, das ist für mich total unbrauchbar. Noch schlimmer ist allerdings der Ideengenerator, den ich wirklich oft benutzt habe, aber ein Vorschlag war schlimmer als der andere. Ja, woher kommen denn die ganzen Burger? Doch was Bast mir dann gezeigt hat, hat mich wirklich zum Staunen gebracht, denn er nutzt kein YouTube-Tool, sondern OpenAI. OpenAI hat dieses Jahr unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommen, weil man mit deren Programm echt viel anstellen kann. Zum Beispiel kann man mit DALL-E 2 unfassbar geniale Bilder erstellen. Der YouTuber Marcus Brownlee hat zum Beispiel auch schon mal seine Thumbnails von diesem Tool erstellen lassen. Basti hat auf jeden Fall dann einen Weg gefunden, wie er mit diesem Tool auch geniale Videotitel schreiben kann. Dafür brauchen wir natürlich einen OpenAI-Account, müssen dort aber lediglich in den Playground gehen. Was Basti dann aber gemacht hat, war super einfach. Seine Videos waren Stream-Zusammenschnitte, deswegen konnte er sich eben den Titel immer erst später überlegen. Also hat er sich dann einfach das Transkript von YouTube runtergeladen. Das geht ganz einfach. Wenn ihr das Video bereits auf YouTube hochgeladen habt, geht ihr einfach auf Untertitel, dann auf die drei Punkte neben Timings bearbeiten und drückt Untertitel herunterladen. Dieses Transkript hat Basti dann einfach in den Playground eingefügt und zwei Zeilen darunter geschrieben: Ich brauche virale YouTube-Videotitel basierend auf diesem Transkript. Und nur wenige Sekunden später hat das Tool ihm echt geniale Vorschläge gemacht, von denen ich echt fasziniert war. Da die Videos, bei denen er das schon mal ausprobiert hatte, auch wirklich gut funktioniert haben, haben wir dann testweise einfach mal meine Skripte in das Tool geworfen, wo ich ja vorher schon echt viel Zeit in die Titel gesteckt hatte, einfach um mal zu gucken, was dann passiert. Für mein Video, so bekommst du 10.000 Abonnenten auf YouTube, kamen zum Beispiel Titelideen wie schneller 10.000 Abonnenten bekommen oder die 5 besten Tipps für YouTube-Erfolg. Die würde ich so jetzt nicht direkt nehmen, aber die waren definitiv nicht schlecht. Bei anderen Videos waren die Ergebnisse teilweise noch erschreckender. Zum Beispiel kam bei einem Video, ich weiß nicht mehr genau welches es war, aber es kam genau der Titel, Wort für Wort, von einem älteren Video dabei raus. Generell haben wir bestimmt eine halbe Stunde damit rumgespielt und es kamen immer wieder Titel dabei raus, die recht nah am Original waren oder wo ich mir zumindest hätte vorstellen können, diesen Titel als Alternative zu verwenden. Zur Erklärung, ich habe immer ein paar Alternativen parat, falls der Originaltitel doch nicht funktionieren sollte. Trotzdem will ich das Tool jetzt nicht in den Himmel loben, denn es gab auch echt viele Nieten. Hier zum Beispiel mal drei schlechte Vorschläge, die ich zum eben genannten 1000 Abonnenten Video bekommen habe. Auch das Skript von diesem Video hier habe ich testweise mal in das Tool reingeschmissen und es hat mir tatsächlich immer nur die Titel vorgeschlagen, die ich in diesem Video hier zitiert habe. Auf der einen Seite faszinierend, dass dieses Tool die Titel auch wirklich als solche erkennt, auf der anderen Seite aber eben unbrauchbar und nicht das, was ich haben wollte. Als ich Basti dann damals mein Skript zum Video "Ist ein Abo auf YouTube bald nichts mehr wert?" geschickt hatte, wurde es aber richtig interessant. Denn in den Vorschlägen von OpenAI tauchte, wenn YouTube den Abo-Button abschafft, wäre das gut für uns alle auf. Und einigen von euch kommt dieser Titel bestimmt bekannt vor. Mit einer minimalen Anpassung, damit er kürzer ist, habe ich diesen Titel am 16.11. nochmal benutzt. Als ich es Basti gezeigt hatte, konnte er es mir kaum glauben, aber das Video war nur wenigen Stunden mit 200 Klicks Vorsprung eine ganz klare 1 von 10, also das beste Video in diesem Zeitraum. Noch spannender ist aber diese Grafik, die uns die Performance aller Videos in den ersten 24 Stunden anzeigt. Das Video, was von der KI entwickelt wurde, ist das drittbeste Video im ganzen Zeitraum 2022, nur geschlagen vom viel geteilten "Mehr Abonnenten bekommen" Video und von meinem Face Reveal, also zwei Videos, die einen unfairen Vorteil hatten. Doch was bedeutet das jetzt für uns? Müssen wir auf eine KI umsteigen, um auf YouTube erfolgreich zu werden? Ganz klar, nein. Viel wichtiger ist es, dass wir selbst verstehen, was einen richtig guten Titel ausmacht. Denn auch wenn die KI für das erfolgreiche Video verantwortlich ist, viele der Vorschläge sind deutlich schlechter als das, was wir uns ausdenken könnten. Meine letzten beiden Videos habe ich testweise auch nochmal durch das Tool gezogen und gerade bei dem Video "Fang endlich damit an, wenn du auf YouTube erfolgreich werden willst",
waren die Vorschläge wirklich schlecht. Und sowohl die schlechten als auch die guten Titel können wir ja nur erkennen, wenn wir selbst wissen, was gut und was schlecht ist. Das hier waren übrigens die Ergebnisse für das Community-Tab-Video und auch davon war nichts brauchbar. Wir können das Adjektiv natürlich aber auch verändern. Ich habe es zum Beispiel dann mal mit spannende Titel versucht und hier waren die Ergebnisse schon deutlich besser. Das brachte mich allerdings auf eine Idee. Was ist, wenn wir das Tool nicht nutzen, um den perfekten Titel zu finden, sondern wenn wir es unterstützend einsetzen? Denn wie ja eben gesagt, in vielen Fällen kommt das Tool ja wirklich auch recht nah an das heran, was ich mir selbst überlegt hatte. Und auch bei diesem erfolgreichen Video habe ich ja nicht 1:1 blind übernommen, was das Tool gesagt hat, sondern auch noch eine kleine Änderung dran vorgenommen. Außerdem können wir das Tool damit ja auch sehr gut für Videoideen benutzen. Denn auch in meinem Beispiel war es ja so, dass es eigentlich ein Vorschlag war für ein anderes Video, wo der Titel aber nicht so gut gepasst hat. Diese Titel, die an sich gut sind, aber nicht zum Inhalt passen, können wir uns ja aber rausschreiben und dann für andere Videos verwenden. Wie das funktionieren kann, sieht man ja an meinem Beispiel. Generell ist es auf YouTube aber wirklich so. Der Hauptgrund für schlechte Titel und schlechte Videoideen ist mangelnde Kreativität. OpenAI bzw. generell eine KI kann uns dann aber dabei helfen, diese Kreativität anzukurbeln. Jetzt gibt es nur noch einen Haken. Was kostet das Ganze? Als Basti mir sagte, dass er dafür Geld bezahlt, dachte ich schon, okay, das war's, das ist nicht massentauglich. Allerdings, jetzt, wo ich auch für dieses Video hier echt viel damit rumgespielt habe, kann ich sagen, die Ausgaben liegen pro Video nur im Cent-Bereich. Ihr müsst allerdings auch bedenken, dass das Tool ein Zeichenlimit hat. Das heißt, gerade bei längeren Skripten oder Transkripten müsste man dann gegebenenfalls kürzen. Vor wenigen Wochen habe ich allerdings auch noch Nico, dem Gründer von MorningFam, davon erzählt, wie Basti und ich eine KI nutzen, um bessere Titel zu schreiben, und er hatte eine noch viel genialere Idee, wie man dieses Tool ebenso einsetzen kann. Denn viele von uns haben teilweise hunderte eingeschlafene Videos rumliegen, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Ich bin mir sicher, es gibt viel mehr gute Videos mit schlechten Titeln als andersherum. Wir können also hingehen und einfach mal unsere alten Videos, die nicht mehr laufen, nehmen und durch das Tool jagen, um damit bessere Titel zu finden. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht und gerade bei meinem 7 vs. Wild Video finde ich die Vorschläge zum Beispiel echt besser als mein Originaltitel. Auch wenn wir nicht drum herum kommen, wirklich zu lernen, wie man gute Titel für YouTube schreibt, OpenAI kann uns definitiv dabei unterstützen und uns gleichzeitig auch noch echt geniale Videoideen liefern. Doch könnte es nicht einfacher sein, anstatt jetzt Zeit und Geld in so ein Tool zu investieren, einfach unsere Videos auf YouTube als Werbung zu schalten? Auch das habe ich im letzten Jahr für euch ausprobiert. Das Video dazu verlinke ich jetzt hier. Schaut das als nächstes an. Viel Spaß damit und ciao!